Gar nicht schlecht. Nur mal kurz gucken, was uns beim nächsten Mal erwartet. Ich glaube, die war recht übel. Die sieht leicht aus, aber ich glaube, die war richtig übel. Ich bin da. Er ist hier. An die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Na egal, das war. Obwohl, machen wir es. Ach, Quatsch, ich hau mit dran. Kublai war, glaube ich, die stehen auch sehr nah beieinander. Ich glaube, das macht es schwierig. Aber ich glaube, an der Mission habe ich sehr, sehr lang gesessen. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht mehr. Ah, die haben halt sau viel Gold Platziert und euer Vorratslager, Hoheit. können vermutlich dementsprechend mir auf den Sack gehen. Ich habe nur Steine. Ah, hier habe ich Schwefel, gut. Platziert euren Kornspeicher, Exzellenz. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Kann gar nicht sein. So. Ein Wasserbüffeljoch wird benötigt, um Gestein ins Vorratslager zu befördern, Eure Hoheit. Ach, schade, ich das kriegt noch mehr hin. Was etwas reicht. Kleines Feststellen. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Oh, könnte ganz gut sein, deshalb. Machen wir den noch mal. Hier haben wir den Käfer. Das ist nur ein Pferdewarlord. Die ihn direkt rushen können eigentlich. Das Ding sollte hier stehen. Showe. Eine Nachricht von Genghis Khan. Du bist nicht mal dem kleinsten meiner Stämme gewachsen. Klappe. Eine Nachricht von Kublai Khan. Vernichte diesen Heuchler. Ich wünschte, ich könnte in meinen Palast zurückkehren. Hau ab. Hau rein. Diese Kriegsherren kennen keine Ehre. Das große Khanat wächst. Okay. Ach, richtig. Ich glaube, die haben hier die permanent relativ schnell fertig gemacht. Eine Das war's. Von Chin Chia Wang. Ich brauche Hilfe, Barbar. Schicke mir Truppen. Nee. Ich glaube, ich hatte versucht, ihn zu retten, aber hab dann irgendwie doch keinen Bock gehabt. Ich weiß nicht mehr. Ja, solange nur mit Pferden kommt, ist es ja keine Gefahr eigentlich. Ach, hat mal ihn. Ja? Yippie! Oder helfen wenigstens. Bereit zum Ausreiten. Ah, die Briten im Bogenschützen sind ein Problem. Wie ihr es wünscht.
Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an. Wen jagen ich find's gut, dass die mich langsam einholen. Juhu! Los geht's! Wie ihr es wünscht. Reiten wir um die Wette! Die komischen Bugs hier sind komisch. Ach, was soll's. Wir ruhen nie. Ha! Reitet! Juhu! Reitet! Yippie! Wir werden angegriffen. Der Donner unserer Hufe kostet mich ein bisschen viel tatsächlich. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Na, willst du nicht mal holen? Was soll's? Ich guck mal, dass ich den jetzt einfach umleg. Das wird er nicht überleben. Euer Kaiser ist tot. Zähmt eure Trauer und rächt mich. Nah. Reißt diese Festung ein. Erteilt ihnen eine Lektion. Hallo? Ja, ich wollte gerade sagen, wieso darf ich denn nicht? Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ja. Oh, sind doch Schwertkämpfer dabei. Ja. Der Burgherr wird angegriffen. Wohin reitet? Was wird denn? Was war das denn schon wieder? Die Pferde sind bereit. Reitet, Hunde! Okay. Ich starte mal neu. Ich rush jetzt einfach den blauen. Ich glaube, das ist am schlauesten. Platziert euer Vorratslager, Hoheit. Platziert euren Kornspeicher, Exzellenz. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben.
Nachricht von Genghis Khan. Ah, du bist nicht mal dem kleinsten meiner Stämme gewachsen. Eine Nachricht von Kublai Khan. Dieser Krieg läuft schon zu lange. Zeit, ihn endlich zu beenden. Er hat doch noch nicht mal richtig angefangen. Jawohl. Ja, los, lauf mit. Ja, genau, lauf mit deinen Truppen weg, dann kann ich hier besser durchkommen. Oh nein, Feuerlanzen. Greif mir den bitte auch an. Feuerlanzen wird natürlich scheiße. Wieder ein Land erobert. Ach, der greift mich auch direkt an. Befehl? Eine Nachricht von Chinche Wang. Ich brauche Hilfe, Barbar. Schicke mir Truppen. Der jetzt einfach nur sein scheiß Tor zumachen müssen. Moment, der greift echt plötzlich mich an. Ja. Wir halten Ausschau nach dem Feind. Wir werden angegriffen. Okay, da kommt auf jeden Fall schon mal Holz rein langsam. Mokka. Zum Feind. Wieso können die Minus haben? Das ergibt keinen Sinn. Okay, wenn das jetzt wieder ist. Somit muss ich überlegen, ob ich vielleicht wirklich ihm einfach mal Truppen am Anfang schicke. Jawohl. In den Kampf. Mach die mal weg. Sie werden wie Vieh sterben. In den Kampf. Jawohl, Burgherr. Weg da! Eine Nachricht von Genghis Khan. Ui, die hat's weggeschleudert. Ich schäme mich dafür, mich hinter diesen Mauern zu verstecken. Oh. Sie werden wie Vieh sterben. Ah. Können sie auch rausschießen, ist die Frage. Wahrscheinlich können sie es. Würde sie bitte weitergehen? Nein, jetzt geht doch schon weiter, Mensch. Na los, schick du ruhig alle raus. Wir werden das gestohlene Land zurückerobern. Oh, eine Feuerlanze. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber wie? Wir könnten mit ein bisschen Glück schaffen was. Ah, hätte ich anders mal machen sollen, aber egal. Ist jetzt so, wie es ist. Eine Nachricht von Chinche Wang. Ein Wasser. Euer Kaiser ist tot. Zähmt eure Trauer und rächt mich. Nicht reißt diese Festung ein. Erteilt ihnen eine Lektion. Befehl. Zum Mach was kaputt.
eine Nachricht von Genghis Khan. Schnee kündigt sich an. Vielleicht ist es Zeit, wieder aufzubrechen. Nee. Ich jetzt mal Schaden an, weil besiegen wir aber den jetzt nicht. Aber ich kann Schaden ohne Ende anrichten. Bauern werden benötigt, Hoheit. Ja, ich fürchte auch. Booker. Sturmangriff. Sturmangriff. Benötigt, Hoheit. Unter da. Ich wüsste gerne. Der Feind greift unseren Burgfried an. Der Burgherr wird angegriffen. Er hat jetzt so viel geschummelt, dass er eigentlich nichts mehr hat. Okay, wenn ich jetzt ein bisschen Dings hinkriege. Eigentlich sollte ich wirklich gucken, dass ich ihn kriege und dann haufenweise berittene Bogenschützen antworten. Was kostet denn das? Ach, da kriege ich nur Hilfskavallerie. Schön. Aber die Angriffe sind eigentlich super stark. Ach, der kommt auch noch. Sie werden wie Vieh sterben. Okay, da bräuchte ich jetzt viel, viel mehr. Den habe ich ganz vergessen. Eine Nachricht von Genghis Khan. Ha! Du gehst unvorsichtig mit dem Leben deiner Leibeigenen um. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Das waren meine Freunde. Ja, zumindest habe ich sie geduldet. Komm schon noch ein bisschen. Eine Nachricht von Genghis Khan. Meine Steppen gehören uns. Fliehe, solange du noch kannst. Halt's Maul. Da muss jetzt mit Bogenschützen behakt werden, hier mit Berittenen. Das ist das Beste, was ich machen kann gerade. Nur beritten, ne? Aber davon ganz schön viele. Eine Nachricht von Tupfan. Mein Freund, wir sind in Gefahr. Der Krieg wendet sich nicht zu unseren Gunsten. Dann lass dir mal schnell was einfallen. Aha. Naja, die können glücklicherweise nichts kaputt machen. Warum unsere Kavallerie nichts kaputt machen kann. Der Feind greift unseren Burgfried an.
Ey, 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 ey! Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Hoheit. Ballert die mal weg, bitte. Wieso haben die mehr Reichweite als ich? Was soll denn der Schrott? Wir werden angegriffen. Hat er noch Beritten? Ja, dann schießt mal schön weiter. Den kriegen wir auf jeden Fall so. Dann hole ich mir die ganzen Pferde-Warlords und baller den hier eins von Latz. Ich brauche mehr Geld. Ich brauche ein Teehaus. Hol dir wenigstens die Maus, du Loser. Ach, solange die hier rumballern. Also der ist aus dem Spiel gerade. Das würde ich gern so behalten. Das nur, weil die Beritten da reinballern und unterbrochen. Gespeichertes Spiel überschreiben? Der Feind nähert sich. Ich werde angegriffen. Meine Armee marschiert. Attacke! Ui, die haben mich lang ausgehalten, leider. Bogenschütze. Oh, Kavallerie wäre jetzt fast schon besser. Los. Ah, jetzt ist es halt scheiße, dass ich selbst Kavallerie nehme. Mit der kann ich nicht viel an. Meine Armee marschiert. Auch mehr, sonst kann ich mich nicht gut verteidigen. Eine Nachricht von Genghis Khan. Ha! Du gehst unvorsichtig mit dem Leben deiner Leibeigenen um. Ich diene einem neuen Herrn. Scheiße gelaufen. Eine Nachricht von Kublai Khan. Wieder ein Land erobert. Schade, ich hatte ihn hier fast. Eine Nachricht von Kublai Khan. Eine kleine Unterbrechung, die ich doch schon bald rächen werde. Muss wenigstens. Seht, meine Pferde galoppieren so schnell sie können. Sind meine Länder in Gefahr? Ja, verbessere ihn ruhig. Wenn es sobald den Truppen wechseln, hole ich mir wieder. Passt eigentlich alles noch? Irgendwie läuft meine Nase gerade massiv. Okay. Hör mal auf damit. Gehorsam fordern. Und dann nehmen wir den. Machen wir Genghis Khan weg.
kann ich dann gleich nochmal verbessern, dass ein paar mehr kommen. Wäre nicht schlecht. Eine Nachricht von Tukfan. Wir sind in Position, mein Verbündeter. Schon bald werden wir angreifen. Ja, mach irgendwas Nützliches. Eine Nachricht von Genghis Khan. Wir werden das gestohlene Land zurückerobern. Meine Armee mach ihn weg. Er greift mit Nahkämpfern an. Aber er hier wird ordentlich Schaden wieder anrichten, weil so lange kann er halt nichts machen. Ich diene einem Ach, sehr gut. Eine Nachricht von Tukfan. Ja, ein weiterer Kriegsherr will für unsere Sache kämpfen, meine Krieger. Ich hatte eher das Gefühl, du zwingst ihn, aber red weiter. Oh, wir brechen auf. Na, da brauche ich mehr. Die sind noch am Kämpfen. Sehr gut. Schön Schaden anrichten. In der Zwischenzeit hole ich mit den hier. Und den hier. Ja, bitte, General. Das sollte ihn dann erstmal einhalten. Eine Nachricht von Genghis Khan. Du bist doch nur ein einsamer, heulender Wolf. Der Feind greift unseren Burgfried an. Oh, die können aber durchrennen. Das ist ja schön. Der Burgherr wird angegriffen. Jawohl. Jawohl, Burgherr. Eine Nachricht von Kublai Khan. Erledigt den Feind so schnell wie möglich und bringt mir die Schätze seines Palastes. Ist vielleicht Schluss damit? Dann ist der Angriff nämlich auch weg. Er holt sich die Maus. Er wird nicht ewig, er ist am Ende. Was perfekt ist. Eine Nachricht von Kublai Khan. Du stiehlst vom Sohn des Himmels? Ja. Jawohl, Burgherr. Mach den mal weg, damit ich alle auf einen losschicken kann. Oh, die bleiben bloß stehen und machen halt gar nichts. Von Kublai Khan. Eine kleine Unterbrechung, die ich doch schon bald rächen werde. Die Revolution erwacht zu neuem Leben. Das ist wenig effizienter, weil er wenigstens ein bisschen schießt. Kriegsherr hat uns im Stich gelassen, meine Krieger. Kämpft weiter. Ja. Das große Khanat wächst. Bringt uns zur Belagerung. Da geht es lang. Wir machen mal ein bisschen feucht voll.
würde ich sagen. Tribok ist da. Das macht den schon weg, Mensch. So viel kann der auch nicht machen, wenn es dann richtig losgeht. Ah, da kommen sie endlich. Der hat aber so viele Truppen. Tokfan wäre besser beraten, wenn er die Maus holt und dann sich auf den. Zum Feind! Eine Nachricht von Genghis Khan. Bewegen! Heute Nacht steigt meine Seele mit den Adlern auf. Tribok ist bereit. Oh, ist ein schönes Feuer. Vielleicht kriege ich da drin noch ein Feuer hin. Was soll? Oh, ist leider schon. Ja. Eine Nachricht von Kublai Khan. Meine Armee marschiert. Ihr habt ein paar Steine zerstört, doch den Krieg noch lange nicht gewonnen. Ja, aber daran arbeite ich gerade. Ich diene einem neuen Herrn. Vielleicht verstehst du nun, dass es ein Fehler war, den Kaiser herauszufordern. Nö, nö, das passt schon. Unser Verbündeter ist zurück. Jetzt dürfen wir wieder hoffen. Fernkampfbelagerungsgeräte stehen bereit. Mach das mal weg. Eine Nachricht von Tupfan. Wir sind in Position, mein Verbündeter. Schon bald werden wir angreifen. Gespeichertes Spiel überschreiben? Ich brauche mir jetzt gleich sein. Ich brauche jetzt erstmal bessere Finanzen. Es sind fremde Diplomaten angekommen. Ein fremder Burgherr hat uns zu Gesprächen eingeladen. Meine Armee marschiert. Wie steht es um seine Finanzen? Nicht so viel. Kaum Truppen, kaum Macht. Ja, also diese 28 Leute, die sollte man schon hinkriegen. Also, ja, mehr hat er ja nicht, glücklicherweise. Wie die KI halt einfach nur schummelt und sonst nichts. Meine Armee marschiert. Meine Armee marschiert. Ja, los. Send's mal ein paar von denen weg. Das ist gerade effizienter als. Berittene Bogenschützen in dem Fall.
Ah, die werden gut weggehauen von mir. Aber trotzdem, der Schaden ist enorm, den die anrichten. Im Grunde kosten sie mich ja nichts. Und wisst ihr was? Da kommen, wo die herkommen. Da gibt's noch mehr. Bereit für den Kampf! Eine Nachricht von Kublai Khan. Ein ganzes Jahrhundert des Kriegs hat meine Familie unbezwingbar gemacht. Auf dem Pfeil der Zeit bist du nur eine Fliege. Ja, aber die Fliege haut dir auf die Fresse. Ich glaube, ich gehe dann gleich mit dem Tee runter. Ihr habt nicht genügend Gold, um dieses Gebäude zu platzieren. Eine Nachricht von Tupfan. Verbündeter, wir gewinnen diesen Krieg. Ja, ich weiß. Tribok ist da. Hui. Ich muss die noch lange genug hinhalten, bis ich genug Samurai habe. Eine Nachricht von Kublai Khan. Vielleicht verstehst du nun, dass es ein Fehler war, den Kaiser herauszufordern. Oh, das passt schon, finde ich. Bereit für den Kampf! Der ist abgewehrt. Meine Armee marschiert. Meine Armee marschiert. Ich mach dich platt. Die ganzen Berittenen werden dich nicht retten. Ja, jetzt wäre er ganz gut gewesen, aber andererseits, was soll's. Oh, zu fahren. Gut so. Nur nicht nachlassen. Genau, holt euch die. Vor allem die Nahkämpfer. Ich meine eigentlich vor allem die Fußtruppen sind wichtig, weil die können erobern und Gebäude zerstören, die sind also gefährlich. Eine Nachricht von Kublai Khan. Wir haben ein paar Steine zerstört, doch den Krieg noch lange nicht gewonnen. Oh. Ah, okay. Oh, das ist aber nicht gut. Die könnten jetzt sauer werden, deswegen. Genau das meinte ich. Der Feind nähert sich. Meine Armee marschiert. Meine Armee marschiert. Ich werde angegriffen. Wer denn? Stimmt doch gar nicht. Oh, der Schaden ist echt heftig hier. Wird Zeit anzugreifen, finde ich. Eine Nachricht von Tupfan. Ja, die Kavallerie macht das jetzt. Wir sind in Position, mein Verbündeter. Schon bald werden wir angreifen. Der kommt, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr auf die Beine dadurch. Drei Warlords greifen ihn an, Tukfan greift ihn an und ich greife jetzt auch noch an.
Meine Armee marschiert. Man muss halt echt ununterbrochen nachsetzen, sonst wird das nichts. Es sind fremde Diplomaten angekommen. Wir werden angegriffen. Ein fremder Burgherr hat uns zu Gesprächen eingeladen. Kommt ihr? Meine Armee marschiert. Ja, ein bisschen Hilfe. Wo bleibt denn die? Ah, die Kavallerie macht wieder nichts. Die haben sich wieder festgebackt. Schön. Eine Nachricht von Kublai Khan. Du forderst den Sohn des Himmels her. Genau, hat noch ein bisschen was kaputt. Ja, nicht nur ich, also hier sind etliche, die das machen. Die Belagerung ist verloren. Kehrt zu euren Unterkünften zurück, ihr unnützen Narren. Boah, du bist echt nett zu deinen Leuten. Es sind eigentlich nur schwache Truppen, aber die erfüllen ihren Zweck. Kriegen mich. Aber das macht nichts. Ich frage mich, was die machen. Meine Armee marschiert. Ah, okay, kommt wenigstens hoch. Ja, ich glaube, die Samurai sollten das jetzt eigentlich lösen. Darauf, alles unter dem Himmel zu beherrschen, muss geschützt werden. Oh, hackt noch ein paar von den Pferdchen da weg. Ah, sehr gut. Eine Nachricht von Kublai Khan. Das war's. Du forderst den Herrscher der ganzen bekannten Welt heraus. Bist du ein Narr? Der Schlüssel liegt in den Warlords. Machen wir Tupfern auch noch weg. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Stronghold Warlords für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Habe ich das jetzt relativ schnell abgehakt, oder? Warum habe ich das letzte Mal so rumgehangen? Ich weiß es gar nicht. Was ist, sagt die nächste Mission? Die werde ich jetzt hier nicht anfangen. Die ist, glaube ich, ein bisschen hart. Wo bin ich? Da. Genghis Khan, Kublai, Ritomo. Ja, wir werden sehen. Das war Let's Play Stronghold Warlords für heute. Ich sage Ciao, Wichtlein TV, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.